Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei unserem Kasaudi-Projekt. Und heute geht es um das große Thema Auspuff. Und Stefan sitzt hier schon wie so ein kleines Kind vor dem Karton und packt die Auspuffsachen aus. Jetzt bin ich gespannt, was wir da so Schönes bestellt haben. Ja. Ui. Können wir auf jeden Fall bauen, ne? Das ist für die Endrohre hinten. Wir haben uns hinterher entschieden, dann noch 4 Endrohre zu nehmen, anstatt nur 2. Ja, mega. Das guckt hinten später. Das kann man. Das guckt hinten später raus, ja. Das kann man so fast schon lassen, das ist doch schick. Du musst ja das genau von der Seite mal reinziehen. Ja, da, hier. Schon, ne? Ist schon sexy. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein paar Bögen zum Auspuff bauen, ne? Komm, Freddy. Auspuff. Bauen. Ich genau. Unser Schalldämpfer. Boah. Obwohl. Ich glaube, der dämpft auch. Meinst du? Oder ist das nur so ein Zierer-Ding? Nee, ist schon was drin. Ja gut, unser Cut kommt ja auch noch dazwischen, ne? Wie heißt das? Ja, es dämpft irgendwas auf jeden Fall. Wir bauen ja auch noch den Cut dazwischen. Richtig, genau. Denn wegen der Umwelt und so, dass es nicht so stinkt. How dare you? Flexrohr. Flexröhrchen, ist wirklich ein bisschen klein, ne? Ja, wir müssen gucken, wie das mit dem Platz ja, alles so passt. Platz, ne? Und noch 2 Röhrchen. Warte mal. Okay. Das passt alles im besten Fall auch noch zusammen. Steck das mal zusammen. Oh. Sieht so aus, ne? Ja, steck mal drauf. Ey, wie geil ist das denn? Das passt super. Nur, das muss alles hier in diesen kleinen Kofferraum passen. Also hier unten drunter. Ich habe die Klappe jetzt noch zu. Moment. Ja, eine Notöffnung noch über diesen Bautenzug, weil wir noch keinen Strom haben. Oh, füllen wir es mal hin. Ja, hier muss das alles hinpassen. Ja, in der Theorie passt das auch. In der Praxis weiß es halt noch nicht. Ja, aber das werden wir schon irgendwie machen. Ja. Hier haben wir auch unseren Cut. Ah. Mal reinfilmen magst. Ja. Also, vielleicht kriegen wir doch noch die Einzelabnahme und Straßenzulassung. Auf jeden Fall, ich mache hier vorne weiter. Alles geschweißt ist fertig. Voll? Ich denke ja. Also, Stefan gebaut. Muss da eigentlich nichts mehr rein, ne? Ich klebe jetzt noch ein bisschen ab, dann wird das alles nochmal neu lackiert. Dann wird das hier noch alles schön gedämmt, dass das nicht so doof aussieht. Mhm. Ist auf jeden Fall fest. Den Hauptbremszylinder. Hauptbremszylinder sei ich schon. Bremskraftverstärker. Jedes Mal, ne? Den Bremskraftverstärker müssen wir nochmal lose schrauben und ein bisschen verdrehen. Der ist irgendwie falsch rum reingekommen. Und jetzt zeigen wir mal einen ganz großen Tacho-Fail. Oh nein, willst du das wirklich zeigen? Ja. Du machst einen Zugespürt der Menschheit. Nein, ist passiert. Das Armaturenbrett lag auf diesem Tisch. Und da haben wir den Tacho von dem Audi angepasst. Also Stefan, das auch ist echt gut geworden. Nur wir haben nicht den Winkel bedacht, wie das Armaturenbrett drin sitzt. Und das ist jetzt unser Tacho-Fail. Also wenn man hier sitzt, sitzt der so ein bisschen im falschen Winkel. Obwohl, wenn man das so jetzt durch die Kamera sieht. Ja, du musst mal auf Kopfhöhe filmen. Ah, stimmt. Also, nehmen wir jetzt mal hier die Kopfhöhe, so. Ja, der Winkel ist kacke. Also, das bleibt jetzt erstmal so, aber wir müssen da auf jeden Fall nochmal den Tacho irgendwie lösen und eine andere Lösung finden. Ja. Ja. So, jetzt müssen wir ein bisschen was tun. Bis gleich. Also mein Plan ist dann wirklich, den originalen Flansch zu nehmen, ne? Dann den Bogen dran schweißen, hier rum, so, dass der Cut dann hier sitzt halt, ne? Mhm. Dann von dort aus mit 2 Bögen hier hoch, ein bisschen nach hinten auf, weil hier kann der Schalldämpfer komplett drinnen verschwinden. Hier ist so viel Platz. Warte, ich film das mal kurz. Warte. Ah, ist echt viel Platz hier unten. Ist echt viel Platz. Der verschwindet, dass du, wenn du von oben reinguckst, dass du den gar nicht siehst. Aber das brauchen wir ja gar nicht so weit nach hinten bauen. Nee. Deswegen 2 Bögen hier rum, dass der Schalldämpfer hierher geht. Dann können wir runter mit 2 Bögen bis hier unten hin. Das erste Endrohr quasi hier rausgucken lassen, dann weitergehen mit dem zweiten da raus. Das wird funktionieren. Da bin ich gespannt. Dann haben wir Cut, Schalldämpfer, alles drin. Sogar geregelt. Guck die Lambda-Sonde rein. Stimmt. Da müssen wir aber beachten, weil der 8L hat 2 Lambda-Sonden. Lambda-Sonden. Ja, für den Motorlauf. Ja.
brauchen wir die schon, ne? Ja. Ja, wir bauen sie ein. Das sieht schon gut aus, ne? Ist immer geil zu sehen, wie man sich so behelfen muss. Das ist erstmal so grob mit Kabelbindern fixiert, ne? Mhm. Und ein, na, wie heißt das Ding nochmal? Mensch. Meißel. aber es sieht schon nach... Ja. Ja, das ist, man muss auch vorher schon mal gucken, dass man in die richtige Richtung kommt und alles. Deswegen muss man sich so behelfen. Das sieht gut aus und das wird auch gut. Jetzt musst du noch unten rum und dass du mittig dann rauskommst. Ja, hier möchte ich gerne hin. So, so ungefähr. Man kann auch zum Beispiel ein bisschen weiter, man hat hier Platz ohne Ende. Man kann auch hier so hinbauen und runter, dass man hier so rauskommt. Mhm. Wo fängt die Stoßstange an ungefähr? Hier, ne? Oder? Der weiteste Punkt habe ich von hier gemessen. Waren 20. Hier. Das wird echt eng, wenn wir in der Mitte rausgehen wollen, ne? Noch weg. Ja. Die rechte Seite vielleicht, aber Fahrerseite können wir ungefähr hier hin. Das wird schon eng. Das wird schon eng. Also, wie ihr seht, wo die Endrohre jetzt zum Schluss rauskommen, das wissen wir selber noch nicht. Ja, Mitte wäre schon geil, glaube ja, ich. Auf jeden Fall. Ich würde es am liebsten mit der Arme haben. Na, was schreibst du Schönes? Hast du auf Play gedrückt? Ja, 8, 9, also Sekunden zählen. Okay, wir machen ganz oft Videos, wo ich auf Play, auf Aufnahme drücken. Ja, ich mache hier den Motor auch nicht. Schön, ne? Ja, zeig mal. Das ist alles lackiert, alles schön verklebt. Und jetzt kommen gleich die Scheinwerfer rein. Guck mal. Und der Kühler. Und der Tank. Und die Batterie. Und dann starten wir gleich. Nicht. Das sieht gut aus. Sieht ordentlich aus, ne? Ja. Wie weit bist du hinten? Ich habe gerade die Stoßstange zersägt. Was? Ja. Man sagt immer Stoßstange, ne? Eigentlich ist es ja eine Schürze. So, Löcher für die Endrohre schon drin. Ja. Die sollen dann da rauskommen. Ob das jetzt alles so passt, wie ich das möchte, das weiß ich noch nicht. Das wird sich noch rausstellen. Aber ja. Hauptsache die Löcher sind schon mal drin. Ja, das passt schon. Sieht zwar ein bisschen eng aus, aber das passt schon. Ah, das sagen wir immer, ne? Das passt schon. So, jetzt hat Stefan die Stoßstange wieder dran. Aber es steht ein bisschen weit raus, so, ne? Nö, finde ich nicht. Das finde ich zu weit. Ne, darf von der äußersten Kante, darf's 10 mm? Okay. Ich glaube, was man hier darf und nicht darf, das ist... Das ist egal. Das darf man schon nicht. Und das ganze Teil darf man nicht. Das darf man auch nicht. Wie rede ich denn davon, was man darf? Es muss gut aussehen. Ja, aber wichtig ist, wie viel Platz ist denn von hinten jetzt? Das weiß ich noch nicht so ganz. Sehe ich auch von hier nicht lautes so. Ich bin zu klein. Ah, das... Oh, das kann gehen. Du gehst ja hier quer mit dem Rohr. Ja. Das passt. Das passt. Ich bin der Meinung, dass das passt. Für euch sieht das jetzt wahrscheinlich aus. Hä? Wie will der von da nach da kommen? Aber das werdet ihr gleich sehen. Wie Stefan das hier baut. Das ist zu weit. Ich kann das einfach lassen. Ja. Ich finde es nicht zu weit raus. Oh, doch. Okay, wenn du von oben guckst, ja, das sieht anders aus. Das darf nicht weit rausgucken von oben. Nee, das muss weiter ran. Noch weiter, so weit willst du rangehen? Ja, so. So gefällt mir das. Das ist fast bündig mit der äußersten Kante. Genau, dass du vielleicht so einen halben Zentimeter drüber guckst. Naja, guckst. Ja. Ich versuche mal die Kamera so zu halten, wie sie. Ah, du hast recht. Ja, so sieht's gut aus. Du hast recht. Ja, wir haben alle Möglichkeiten. Wir gehen das hin. Guck mal hier, da ist sogar eine Schweißfahrt drin. Ja, ist nicht gut gebaut, das T-Stück. Dafür, dass es was gekostet hat. Okay, also bleibt gespannt. Und an dieser Stelle habe ich einen Anschluss gekriegt. Wir haben euch tatsächlich gezeigt, wie der Auspuff fertig ist. Und Stefan und ich haben uns darüber unterhalten, wie geil das geworden ist, wie toll das aussieht. Und jetzt schneidet Alex gerade das Video und fragt mich, hier fehlt was. Habt ihr gar nicht gezeigt, wie das Endergebnis war? Ja, ich habe es verkackt. Entweder habe ich auf der Kamera nicht auf Aufnehmen gedrückt oder sie hat nicht aufgenommen, wie auch immer. Wir haben das Material nicht mehr. Und es war ein toller Teil. Jetzt sind wir bei mir zu Hause. Deswegen jetzt auch der Nachtrag. Denn das Fahrzeug steht jetzt bei mir
Stefan und ich haben Streichhölzer gezogen, wer die Elektrik macht. Und ich habe verloren. Und jetzt mache ich das. Und da habe ich gesagt, nehme ich das Auto mit nach Hause, weil Elektrik, das ist wirklich kompliziert. Originalen Kabelbaum von Casalini mit den Audi-Kabelbaum zu verknüpfen. Kann auch nur einer machen. Einer muss sich reindenken und das halt machen. Und deswegen bei mir zu Hause, dass ich das in Ruhe nach Feierabend auch noch machen kann. Aber jetzt zeige ich euch nochmal den Auspuff. Jetzt ist leider schon die Stoßstange davor. So sieht das jetzt aus. Ich versuche euch das mal von innen zu zeigen. Jetzt mal schnell eine Lampe geholt. Ah, das sieht man jetzt nicht so toll, ne? Ah, jetzt schimpft Alex bestimmt wieder, weil ich das Handy so komisch drehe. Also wir sind ja hier vom Turbo weggegangen, wie besprochen. Dann da unten in Cut. Dann hier noch ein Dämpfer. Und dann in einem Bogen runter, wo es dann da raus geht. Ah. Es ist wirklich jetzt doof zu zeigen, weil die Stoßstange davor ist. Aber wir werden im nächsten Video nochmal, nein, im übernächsten Video, die Stoßstange nochmal abnehmen und euch das zeigen. Und bevor jetzt die ganzen Fragen kommen, was über mir ist zu Hause, ja, das ist mein S2, den ich am Restaurieren bin. Einmal kurz gezeigt, komplett auslackiert. Ich bin da noch nicht weit gekommen, denn das Casaudi-Projekt, das hier, hat doch mehr Zeit gekostet wie gedacht und deswegen musste das so ein bisschen warten. Aber das geht auch bald weiter. So, jetzt kann auch einen Schwenk machen. Das ist hier auch noch ein Coupé. Das ist als Ersatzteilspender gedacht, so für Kleinigkeiten. Steht direkt neben der Bühne zu Hause, damit man auch schnell mal was umswitchen kann. Jetzt gibt es noch einen schönen Carpon von unseren Casaudi und dann sage ich mal bis zum nächsten Video.